Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir werden heute das F1 2021 Spiel verabschieden in diesem Video. Das wird auch das letzte Video sein mit diesem Spiel. Dann wird 2022 kommen. Noch habe ich das Spiel allerdings nicht, also ich nehme das hier gerade am Freitagnachmittag auf. Morgen werdet ihr sehen, also am Samstag werdet ihr sehen, das Video. Es ist ja schön, wenn ich da bis dahin hätte. Also mal sehen. Zur Not kommt dann nochmal dieses Spiel oder ich komme mal ein ganz anderes Video, was nicht mit Formel 1 zu tun hat, keine Ahnung. Je nachdem, wann ich das Spiel bekomme. Auf jeden Fall werden wir jetzt das Spiel verabschieden mit noch einem letzten Rennen bei dem Grand Prix Modus. Und zwar habe ich mir überlegt, in Abu Dhabi einfach, auch wenn das jetzt nicht unbedingt eine Strecke ist, die ich mag, in diesem Spiel zumindest. Aber halt, weil das Spiel, weil die Abu Dhabi auch immer das Rennen ist, was das letzte Rennen der Saison ist. Und weil wir jetzt das Spiel verabschieden, wäre es doch ganz gut, die Rennen gleich zu nehmen. Mit dem Fahrer würde ich mal sagen, nehmen wir ein gutes Auto und wir nehmen mal Sergio Perez, weil der auch mir sehr gut in dieser Saison gefällt. Richtig stark ist, gute Leistung, hat schon ein Rennen gewonnen in dieser Saison. Hätte noch mehr gewinnen können, wenn er nicht so viel Pech gehabt hätte. Also nehmen wir doch mal Sergio Perez. Dann gucke ich mal kurz hier, 95, ja, ich mache es mal nicht zu schwer, 90, weil Abu Dhabi ist halt eine Strecke, die mir ja, in diesem Spiel zumindest noch nicht so liegt. Das ist alles gut. Bei Wochenende ist Auslastungsqualifier, ne? Sehr viel länger kurz, wir haben 5 Runden. Ja, das soll nicht so ein langes Video heute werden, komm, wir lassen es bei 5 Runden. Bevor ich wegen Abu Dhabi durchdrehe, weil nichts geht, da lasse ich lieber auf kurz 5 Runden. Das reicht, es muss nicht so ein langes Video heute werden. Das wird nur so eine kleine Verabschiedung. Und ich werde so sagen, was mir gefallen hat und was nicht. Und was ich vermissen werde und was nicht. Obwohl, eigentlich gibt es immer was ich vermissen werde und nicht andersrum. Okay, gehen wir los. Legen wir los. Die Musik werde ich vermissen, glaube ich, oder? Ich glaube, im neuen Spiel ist eine kleine andere Musik, kann das sein? Ich weiß, ich habe von ein paar anderen YouTubern und sowas ähnliches gehört. Könnte sein, dass eine andere Musik es ist. Der Jubel der Menge lässt ja, vor und Schluss zu. Heute ist das Rennen in Abu Dhabi. Schalten wir jetzt zu den Teams, die sich gerade bereit machen. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Heute startet Sergio Perez von der Pole. Und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Im Rest der Startaufstellung haben wir Verstappen, Bottas, Lando Norris und Vettel, Leclerc, Fernando Alonso, Tsunoda und Daniel Ricciardo, Gasly, Stroll, Esteban Ocon und Sainz, Raikkonen, Giovinazzi, George Russell und Nicolas Latifi, Mazepin und Mick Schumacher. Jeden Moment werden die Startlichter ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke für den Beginn dieses Grand Prix. Ja, ihr habt schon gehört, was ich auch vermissen werde in diesem Spiel. Oder in den zukünftigen Spielen auch. Heiko Wasser. Der wird ja nächstes im neuen Spiel, oder ist im neuen Spiel nicht mehr da. Der wird von Sascha Roos abgelöst. Seinen Posten als Kommentator der Siegerehrung, der Startaufstellung des ganzen Vorgequatsches, sage ich mal. Stefan Römer wird aber noch da sein. Gut, den hätten wir auch noch hören können jetzt, aber gut, der wird ja noch da sein, das ist also nicht so wichtig. Und das Spiel ist ja lieb zu uns. Das hat uns gleich mal auf die Pole gesetzt, ohne dass wir im Qualifying spielen mussten. Das ist ja, ach ja, Setup, okay. Ich weiß jetzt nicht, was hier das Beste überhaupt wäre. Ja, ich lass mal so. Wir vertrauen mal dem Spiel, dass es uns darauf fickt. Ich will da jetzt auch nicht unbedingt. Ich will schon, dass wir mal sehen. Das Sieg ist möglich, natürlich, vom Pole aus. Aber mir geht es nur ums Gewinnen. Mir geht es einfach nur darum, die letzten 5 Runden zu genießen und halt immer noch zu sehen. Ach ja, und was mir auch fehlen wird, das ist natürlich Jeff. Der heißt zwar, glaube ich, immer noch Jeff im neuen Spiel, aber hat halt eine andere Stimme. Und die Stimme von dem Jeff werde ich dann vermissen trotzdem. Weil irgendwie, der war zwar manchmal nervig und der hat mir immer wieder rumgeheult mit seinem, dass wir haben so wenig Sprit im Auto und bla 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 und alles so, aber irgendwie war das so sein, das Lustige daran irgendwie. Okay, legen wir los und bringen die 5 Runden jetzt hinter uns und haben Spaß. Gute Reaktion schon mal, aber der Start war nicht gut. Ja.
Kram auf den Start. Oh, oh, jetzt geht's aber zur Sache. Boah, Hamilton. Ganz langsam. Okay, da haben wir schon was verloren. Jetzt am Start. Boah, ich kann gar nicht so Gas geben hier durch diese Kurve. Ja gut, die Autos, die Form der Autos sowieso, die wird mir fehlen. Also wie die jetzt aussehen. Die anderen haben ja so ein bisschen anderes. Stell ich mal ganz aggressiv da rein. Oh, es war sogar eine leichte Berührung, weil ich hier ein bisschen... Ja, Verwarnung. Weil mit Tastatur ist es so schwer, da irgendwie um die Kurven zu kommen. Weil man denkt, das ist dann zu schnell und dann will man nur noch dagegen lenken. Und dann passiert sowas. Ich hoffe mal, dass Lewis da keinen Schaden hat. Das hätte, der Move hätte klappen können, wenn ich da nicht so dagegen gelenkt hätte. Also ich habe extra... Ja, jetzt wisst ihr, warum ich diese Strecke hasse. Genau deswegen. Haben wir doch eine fast zu KI für diese Strecke. Ja, und was mir aber auch in Abu Dhabi... Ja. So, ja, genau deswegen. Genau deswegen. Ja, ihr wisst es genau, warum ich die Strecke hasse und was mir in einem neuen Spiel gefallen wird. Weil diese Schikane dort, wo ich gerade abgekürzt habe, auch wegfällt. Und die habe ich, die hasse ich so sehr. Ich kürze da immer ab, weil ich dann die nie hinbekomme. Ah. Also ich glaube, ich werde diese Strecke als erstes spielen, wenn ich das neue Spiel habe. Ich glaube, da werde ich gleich richtig viele Erinnerungen dahin bekommen. Eieiei. Aber die fällt leider nicht weg, diese Stelle. Ich krieg keinen Pfeilpunkt hin. Also ich. Deswegen spiele ich diese Strecke nie. Ja, wieder zu weit weg. Da habe ich Schaden. Also wie Schaden fühlt es gerade an. Ganz komisch. Und Hamilton. Nee, Hamilton keinen Schaden. Der Pferd ist weitergefahren. Okay, jetzt kommen wir ein bisschen zusammen rein. Die Runde war grauenhaft, aber ich bin sogar schneller. Doch als Verstappen. Hätte ich gar nicht gedacht unbedingt. Ja gut, noch ein bisschen Spaß haben. So, was wird mir noch was werde ich noch vermissen? Tja. Auf die Schnelle fällt mir jetzt nichts ein, vielleicht kommt mir gleich noch was. Boah, ich komme mal um die Kurven herum. Also diese Strecke werde ich nicht vermissen, so wie sie jetzt aufgebaut ist. Das ist schon mal klar. Und das alte Australien wird mir ohne vermissen. Da bin ich froh, dass die umgebaut sind beide jetzt. Aber zum ersten Mal überhaupt gefühlt, dass ich da mal gut durchkomme. Es ist ein Wunder. Aber gut, also wie gesagt, diese Strecke werde ich in diesem Spiel nicht vermissen. Die kann gerne weg sein, die kann gerne sich ziehen. Also die Strecke werde ich in diesem Spiel nicht mehr spielen, außer jetzt einmal noch. Sonst kaufe ich dann immer nur die neue Variante. Weil ich damit mehr Spaß haben werde. Das ist ja... Anberührung natürlich. Boah. Aber die hätten meinetwegen alles umbauen können, also ich komme hier kaum über irgendwas rum. Okay, sehr schön. Aber die Runde war schon mal sauberer auf jeden Fall. Boah, hat Köller voll weggeballert, ja. Ach ja, und was mir auch, was, also es sollen ja auch ein paar Curbs ein bisschen entschärft worden sein. Also die Curbs ein bisschen, dass das Auto nicht mehr so hoch springt wie in Italien. Das werde ich auch nicht vermissen, das in diesem Spiel, was das mit den Curbs angeht. Ich habe noch der ist erwischt. Oh Mann, der ist ja weit. Der ist verdammt schnell. Also in drei Runden da irgendwie noch ranzukommen, weiß ich nicht. Aber ich bin schneller als Hemd. Also wir beide da vorne, wir beide Teamkollegen sind schon sehr schnell hier gerade auch. Oh, unfassbar. Also wahrscheinlich wird es hier noch da. Aber doch hab's ja getroffen. Ich hab's schon gedacht jetzt. Ja, ist mir egal wie die Pöller. Hauptsache ich komme um die Kurven durch. Oh, jetzt hat das Auto, der Pöller mich so in die Kurve weggeschossen. Dass ich da gar nicht um die Kurve rumkam, weil der Pöller da war. Es geht ja eh nicht mehr um Sauberfahren jetzt, einfach nur noch um Spaß. Oh, und diese Kurve, die macht mir auch wieder Angst, ganz ehrlich. Eigentlich mag ich diese Strecke ja, aber also von den Farben her zumindest und wie sie aussieht und dass es immer nachts ist, wenn die hier fahren, so mehr oder weniger in Dämmerung zumindest.
und dann wird's nachts. Aber der Aufbau geht halt gar nicht. Ne? Also vor allem, ich sage euch mal gleich, auch diese Schikane da, die wegfallen wird, diese, die jetzt kommt, die ist auch so beschissen, ich verstehe nicht, was die da überhaupt zu suchen hat. Also das da gerade ausgeht und dann gleich hier einfach direkt da links rum, das kann der Strecke nur gut tun. Das tut der Strecke nur gut. Definitiv sogar. Wo gibt's mal den ersten Angriff jetzt endlich? Meinetwegen könnte so die nächste Schikane, die jetzt kommt, wegfallen und irgendwie, aber die bleibt leider. Diese Schikane bleibt leider, die könnte meinetwegen auch wegfallen. Weil die Uhr nicht zu suchen hat eigentlich, da meiner Meinung nach hier. Ja, jetzt bin ich näher dran mittlerweile. Ich könnte jetzt langsam mal vielleicht doch mal vorbeifahren an Max. Oh ja, uns die Führung zurückholen, will ich es wagen? Ja, ich wag's jetzt. Und wie ich wag. Oh, viel zu spät gebremst, aber. Oh Gott, oh, fast weggedreht. Ja, wie gesagt, diese Schikane kann gerne wegfallen. Aber es war ein guter Move, also muss man mal sagen. Aber ich glaube nicht, dass ich mich absetzen kann von Max. Also, ja, nochmal ein letzter Sieg halt. Mit Sergio Perez nochmal beschaffen. Letztes Jahr, auch in diesem Jahr, hat der Verstappen hier gewonnen und hat sich den Titel gesichert. Können wir den Verstappen jetzt den Sieg streitig machen? Nicht Hamilton, sondern Perez. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Das ist schön. Und hab's doch nicht die letzte Runde, sehe ich hier gerade. Aber ich glaube, Verstappen wird sich die fast schon krallen. Gleich, oder? Und der jetzt. Aber ich hab hier nochmal lila. Ah, ein bisschen. Ah, die Schikane, wie gesagt. Da bin ich froh, dass die weg ist. Okay, ich habe nochmal lila im ersten Sektor sogar auf Verstappen bekommen. Verstappen wird sowas von angreifen können. Ob wir da was machen können, oh. Wird aber noch ein spannendes Rennen hier, aber ob wir da was machen können, nein, da kommt der angeschossen, ne? Ja, ich werde aber, obwohl das eigentlich ganz so dumm, ne? Ist lieber dahinter zu bleiben erstmal. Weil es hier nochmal. Oh, ich komme ja um die Kurve nicht rum. Macht aber nichts, muss man ja nicht. Hauptsache, ich kann es hier nochmal kontern schön. Und das kann ich auf jeden Fall. Er kann ruhig für Kampflinie fahren. Oh! Boah, aber das muss ich ganz ehrlich sagen, das war ein guter Move. Den gucke ich mir nochmal an. Wollte zwar jetzt nicht unbedingt eine Rückblende machen, will, ne, aber Wiederholung zeigen, nicht unbedingt. Aber das muss mal sein, das war ein guter Move. Das sah auch ganz eng mit Verstappen aus. Ich glaube, Verstappen. Boah, da hat Verstappen aber gut zurückgezogen. Und da hat Verstappen gut aufgepasst. Ich habe auch aufgepasst, aber er hat. Oh, was hat er gemacht? Boah, das war aber wirklich eng. Das war wirklich Millimeterarbeit, aber es hat sich bezahlt gemacht. Jetzt können wir eigentlich diesen Platz gar nicht mehr hergeben. Schätze ich mal, hoffe ich mal. Egal, was ich für Fehler noch jetzt hier in diese Runde einbaue jetzt. Das war dann schon was. Was ich unbedingt. Oh, da kommt Verstappen. Nochmal mit einem späten Bremse. Was ich unvermissen werde in diesem Spiel, sind die Bugs, muss ich sagen. Das hört zwar ein bisschen komisch an, aber ich glaube, die Bugs, die wir hier erlebt haben, die werden wir, glaube ich, im neuen Spiel nicht wiedersehen. Da wird es wieder andere Bugs geben. So, hundertprozentig. Hier ein Fehler, aber macht ja nichts. Aber irgendwie vermisse ich die Bugs trotzdem, weil die waren irgendwie schon lustig auf ihre Art. Absolut spitze, wirklich toll. Das hast du echt gut gemacht. Ja, und hier hören wir nochmal Jeff, den wir im nächsten Spiel zwar als Jeff hören werden, aber halt mit einer anderen Stimme. Deine Teamleistung, wie sie im Buche steht, hat sich heute eindeutig bezahlt gemacht. Das war ein fantastischer Sieg hier bei einem großen Preis von Abu Dhabi. Sag mir, Stefan, wie konnten Sie diesen Sieg erringen? Ich denke, die Konstanz war heute der Schlüssel zum Erfolg. Schnell sein ist eine gute Sache, aber du musst eben Runde für Runde für Runde schnell sein. Wenn du das schaffst, kannst du von den Fehlern anderer Fahrer profitieren, falls du selber keine machst und so weit nach vorne ins Feld fahren. Red Bull ist der heutige Gewinner, nachdem eine unglaubliche fahrerische Leistung gezeigt wurde. In letzter Zeit hat Red Bull enorm zugelegt, um mit den anderen Teams mithalten zu können und es hat sich gelohnt. Die
Punkte, die sich Sergio Perez heute geholt hat, machen ihn zum Führenden der Fahrermeisterschaft. Wer war nach diesem unglaublichen Rennen dein Fahrer des Tages, Stefan Römer? Heute bringst du mich in eine echte Zwickmühle, aber ich glaube, ich entscheide mich für Pierre Gasly. Er hat in Drucksituationen einen kühlen Kopf bewahrt und das meiste aus schwierigen Situationen herausgeholt. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, und das war's dann eigentlich auch schon. Aber ich muss mal ganz ehrlich sagen, dass Gasly Fahrer des Tages wurde, vollkommen verdient. Der hat in 5 Runden, oder der ist von 5, in 5 Runden von 11 auf 6. Boah, wow, also das ist echt, also wie hat er denn das geschafft überhaupt? Junge, das war ja, pff. Also entweder hat er ohne Raketen Start gehabt und hat da vielleicht sogar schon gleich bis Platz 6 gut gemacht, also bis Platz 6 oder so. Oder der hat einfach wirklich die Pace gehabt, um das so schnell davor zu kommen. Also unglaublich. Wow, also echt Respekt an seine Leistung. Hamilton sogar noch bis auf 5 durchgereicht worden. Und wie durchgereicht? Ja gut. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Die nächste Runde hatte ich noch. Ja, Perez noch einen schönen Abschlusssieg dieses Spiels beschert. Sainz ganz schlecht. Wir gucken uns noch ein bisschen das Ergebnis an. Beide Ferrari ist eigentlich schlecht. Auch Leclerc nur 10. Ja gut, im neuen Spiel, da werden sie gut sein. 200%ig. Ja, und das war's dann. Was ich aber noch vermissen werde, ist, weil ich halt Gasly-Fan bin, kann man sagen, dass halt Gasly jetzt ein schlechteres Auto in diesem Spiel haben wird. Weil in diesem Rennen, in diesem Spiel war er ziemlich overpowered. Obwohl gut, eigentlich nicht overpowered. Ich meine, wenn er ein gutes Auto hätte und hat, dann ist er mindestens so gut. Man kann sogar um den Titel vielleicht mitfahren, aber. Ja, ich glaube, in dem nächsten Spiel werden wir vielleicht nicht so unbedingt ihn so weit vorne sehen, weil das Auto halt wirklich sehr schlecht ist. Manchmal. Es war auch immer mal gut. In Baku war es wieder gut. In Bahrain war es gut. Dafür war es aber halt in Kanada schlecht. Also im Rennen zumindest. Und im Qualifying auch, im Training nicht. Und so, ja, das wird vielleicht noch ein bisschen vermissen. Und auch überhaupt, dass... was noch, dass vielleicht McLaren und nicht am Anfang vor allem nicht so ganz weit vorne sein wird. Was cool sein wird, ist Ferrari ganz vorne zu haben. Aber gut, das war's so dann mit dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Beim neuen Spiel hoffe ich. Zur Not gibt es dann nochmal ein anderes Video am Sonntag. Aber im besten Fall geht es dann schon los. Nicht unbedingt mit der Karriere. Da würde ich dann nochmal so ein kleines Eröffnungsrennen oder Eröffnungsrennen spielen des neuen Spiels. Aber auf jeden Fall am Sonntag mal sehen, was dann kommt. Bis zum nächsten Mal und ciao.